Hallo zusammen, ich habe ein Video gemacht übers Kochen und jetzt kochen wir nochmals. Ich habe hier ein Induktionskochfeld, eine 2 Liter Pfanne und 1,5 Liter Wasser. Das ist ganz normales Wasser und das schütte ich hier rein. Es geht eigentlich um die Menge, was ich hier drin habe. Und hier habe ich ein Thermometer. Den mache ich auch hier rein. Und wir haben jetzt eine Wassertemperatur von ca. 13 Grad. Ich habe hier zwei 100 Ampere Batterien und ich habe hier einen 2500 Watt Wechselrichter. Wir stecken den ein oder schalten den ein und stecken diese Kochplatte an. Und hier bei dieser Kochplatte gehen wir auf Maximum Leistungsstufe. Einschalten und dann auf Nummer 10 ist, glaube ich, das Maximum. 10, 9, sorry. Der Wechselrichter fängt an zu brummen. Hier übers App. Diese Kochplatte hat 2000 Watt Leistung. Und wir sehen hier, die Batterien sind nicht gleichmäßig geladen. Die eine braucht 90 Ampere und die andere bringt 77 Ampere. Die Spannung bleibt gleich und die Batteriekapazität ist bei der einen 100 Ampere und die andere ist 99. Also im jetzigen Moment ist das so. Wir haben hier, habe ich diese Brücken und da habe ich eine Anfrage bekommen. Erstens, warum stelle ich im Video die Batterien so hin? Das ist ganz einfach. Es spielt erstens keine Rolle, wie ich die Batterie montiere. Und zweitens seht ihr, wie ich das verdrahtet habe. Ich habe also zwei 25 Quadratkabel hier jemals drauf. Zwei 25 Quadratkabel hier runter und hier habe ich dann zwei Brücken, die sind ein bisschen lang. Wenn ich jetzt die Batterie parallel mache, dann wird das aber wieder passen. Diese Batterien kann jede dauerhaft 100 Ampere, dann sind sie in einer Stunde leer. Spitze kann ich 150 Ampere. Und diese Batterien, da mache ich euch ein Video am Schluss, besteht aus solchen Rundzellen. Wenn ich 150 Ampere belaste, belaste ich eine solche Batterie mit 8 Ampere. Und dann wird diese Batterie warm und auf die Lebensdauer gesehen ist das nicht schön. Also wenn ihr hier wirklich mit dieser Kochplatte kochen wollt, von 13 Grad sind wir jetzt bereits auf 42 Watt, Grad, 43 Grad. Also wir haben hier auf diesem Induktionskochfeld sagenhaft Leistung. Zum Induktionskochfeld, das ist ein Kochfeld von IKEA. Ich habe hier einen Beleg drauf, das habe ich noch kurz gekauft vom Lockdown. Irgendwo steht Datum. 13.01. Also habe ich jetzt 14 Tage und der Video kommt auch ein bisschen später. Das kostet 29 Franken, hat 2000 Watt Heizleistung. Mehr Infos gibt es bei IKEA. Aber die Anfrage war, wie kann ich vernünftig kochen? Und ich habe euch, mache ich hier einen Link, ein Video gemacht, da koche ich mit einer Batterie. Es geht, aber ich kann nicht Volllast kochen. Ich kann nur bis Stufe 7 und dann ziehe ich 140 Ampere. Das ist das, was die Batterie 10 Minuten bringen kann. Also wenn ihr immer wieder kochen wollt, mit dem Induktionsfeld empfehle ich euch zwei Batterien. So
parallel geschalten, 2500 Watt Wechselrichter. Das ist auch kein Ding. Warum kochen auf dem Boot oder auch im Wohnmobil mit dem Induktionsfeld? Das ist ganz einfach, auf dem Boot Gas, ich kann unten im Boot keine Löcher machen, das Gas wird sich unten sammeln, weil Propan-Butan ist schwerer als Luft. Ja, und man sagt gut belüften, aber ein Boot gegen unten belüften ist eigentlich schlecht möglich. Aus diesem Grund wird im Booten eigentlich auf Gas prinzipiell verzichtet, was auch im Wohnmobil, Bussen, Selbstausbauer, die sagen Gas oder halt elektrisch, weil ich muss zur Gasprüfung. Gasinstallation ist auch so, Gasflasche ist so ein anderes Thema, aber elektrisch ist in der Regel dann kein Problem. Das Wasser brutzelt schon, es kocht schon. Wir haben zwar erst 78 Grad, in Anbetracht, dass wir hier nicht auf Meereshöhe sind, sondern 400 Meter über Meer, kocht das Wasser ja bei mir auch nicht bei 100, sondern schon ein bisschen früher. Ja, das ist der Nachtrag zum Kochfeld. Wenn ihr mit diesem Kochfeld kochen wollt, zwei Batterien, ihr braucht dafür 150, 180 Ampere und das bringen nur zwei Batterien so hin. Von dem her ist kein Problem, aber ihr müsst den Strom bringen. Und das Zweite ist, der Strom muss auch mal irgendwann wieder reinkommen. Also in einer Alphütte, die nur 2-3 Quadratmeter Solarzellen hat, da wird es dann gern grenzwertig, wenn wir hier elektrisch kochen wollen. Aber ihr seht im Video, wie lange dass ich schon am Kochen bin. Ich bin jetzt bei 90 Grad. Da lässt sich schon irgendwas kochen damit. Ich kann jetzt dann auch mit der Leistung zurückfahren. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ja, kochen elektrisch, okay. Aber wenn ihr so eine leistungsstarke Platte habt, jetzt kocht es hier richtig, man sieht es, 93 Grad habe ich jetzt, Moment. Ihr seht hier, bei mir kocht das Wasser mit 95 Grad, weil ich eben nicht auf Meereshöhe bin, sondern ein bisschen höher. Das soll es gewesen sein zum Kochen. Wenn ihr sonst irgendwas wissen möchtet, also hier kommt das Video wegen der Belastung der Zellen. Hier das alte Video vom Kochen, aber nur mit einer Batterie. Und hier kommt Kaffee machen, auch ein wichtiges Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag.